herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Iveco Stralis Improvement. Wurde jetzt geupdatet für die Version 1.3.6 und dann gucken wir, was alles mit dabei ist. Also ihr habt den Aktiv Time Cap. Ich gucke jetzt hier mal, ob hier Spoiler mit dabei sind. Nee, haben wir nicht. Ich gucke trotzdem mal. Hier haben wir was. Hier sind ein bisschen hintere Schilder. Also wollten wir mal gucken, ob hier Spoiler mit dabei sind. Dann haben wir den Aktiv Time High Cap und den Aktiv Space Cap. Ah gut, der ist dann mit. Spoiler und andere ist ohne. Dann nehmen wir natürlich mit den hier. Den gibt es natürlich auch ein bisschen in einer Lowered Vision, also ein bisschen tiefer hier liegt. Und die anderen sind natürlich alle Standard. Oh, Chip Tuning, die lasse ich jetzt mal weg. Wir nehmen einfach bloß die 500 PS Standard. So, Interieur. Sieht eigentlich ganz cool aus hier mit diesem Blau. Das sticht gut ab. Active Space steht hier auch noch Typ 2, auch braun und in rot gefällt. Grau, okay, dann aber exklusiv. Ein bisschen braun, ist auch gut. Ich glaube, das ist mal das Braune, das sieht schick aus. Von außen habt ihr natürlich die Farben weiß und. Auch Metallic ist hier mit dabei. Genau, das lasse ich jetzt hier einfach. So, wir haben hier original Chrom oder lackierte Hörnchen. Das sind die Rundumleuchten, brauche ich glaube ich nicht erklären. Dann habt ihr die ganzen Lampenbügeln. Dann haben wir hier die Sonnenblenden. Kunststoff. Lackiert. Plastik, Chrom. Hast du nicht gesehen? Die gibt es ja auch ein bisschen tiefer. Gar nicht so schlecht. Dann habt ihr Sonnen, also Sonnenschutz. Ein bisschen sind grün. Warte mal, jetzt machen wir das nochmal weg hier. Ah, genau, so sieht man es ein bisschen besser. Warte mal. So, also nochmal hier. In schwarz, in grün und violett. Nehmen wir grün. Sieht man es ein bisschen besser hier. Dann das Glas. Beziehungsweise hier an der Seite. Das ist dann auch lackiert. Kunststoff, Glas. Das lassen wir auch mal weg. Das ist Science on Your Truck. Ist auf alle Fälle hier kompatibel. Das ist schon gut. Kunststoff, Chrom. 500 PS, klar. Ist auch noch ein Zeichen. Da ist es doch. Ach, das ist auch von Science on the Truck. Okay. Vordere Schild ist auch von Science on the Truck. Und hier habt ihr jetzt einen Haufen Slots. Die könnt ihr nehmen, die müsst ihr nicht nehmen, wie ihr hier wollt. Ich nehme jetzt hier schon mal ein paar. Ich pflanze mir die jetzt hier mal ein bisschen rein. Aber die könnt ihr natürlich dann selber entscheiden am Schluss. So, dann geht's hier weiter. Auch lackiert. Oder Kunststoff. Auch hier lackiert. Plastik. Die Standardbügel von SDS, da gehen wir gar nicht länger drauf ein. Plaste oder Kunststoff. Auch hier wieder mit ein paar Möglichkeiten, Lampen anzubringen. Ich gucke jetzt hier mal. Hier könnte man theoretisch die Lampen anbringen, ne? Das ist theoretisch. Aber ich lasse die jetzt hier mal weg. Dann auch hier lackiert Plaste. Das ist mal Kunststoff. Also hier ist wirklich sehr viel Kunststoff und Plastik enthalten. Das heißt, ihr könnt euch hier dann dementsprechend das raussuchen, was ihr hier wollt. So, Iveco mit Logo. Das ist auch von Science on Your Truck. Das haben wir schon. Dann geht es hier weiter. Lackiert oder Kunststoff. Plaste halt, ne? Was haben wir hier noch? Lackiert. Plaste. Schauen, dass wir die ganzen Anbaupunkte treffen. Pfeillöscher ist wichtig. Das ist auch von Science in the Truck. Lackiert, Kunststoff, Plaste. Finde ich auch ganz cool, dass man hier noch ein paar Lampen anbauen kann. Ne? Dann, aber ich glaube, ich lasse das mal lackiert. Hinten gibt es am Heck noch was. Was haben wir hier noch? Die Verkleidung. Zu oder ohne Kunststoff. Finde ich auch ganz gut. Das ist ja dann wieder SCS Standard hier. Genau, da brauche ich nichts erklären. So, dann habt ihr hier noch so einen Windfang. Gibt es auch hier wieder in Kunststoff oder in Glas. Wir nehmen Glas natürlich. Sieht gleich ein bisschen besser aus. So, den Rest haben wir hier schon. Ne? Was ist das hier? Ach nee, das haben wir doch schon. Intel P Sleeping Wack Back. Ne? Hier die Klima. Coole Sache, dann sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus. Im Interieur gucken wir mal weiter, was wir hier noch drin haben.
Wir tun es ein bisschen weihnachtlich dekorieren hier. Chuck. Das war übrigens mal in einem Christmas Special mit dabei. Wo ist hier mein Weihnachtsmann? Wo ist er denn? Da ist er doch, der Santa. Falls ihn jemand sucht oder so. Da ist wie gesagt die Klima. Was haben wir hier noch mit dabei? Deflektor Glas, das haben wir schon. Könnte ja sein, dass hier was dabei ist, was ich noch übersehen habe. Dann hier noch. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, jetzt hier einfach mal so die Veko Stralis zu nutzen. Ne? Das ist doch mal wieder was Neues. Ist doch auch nie verkehrt. Exklusivlenkrad mit Knüppel. Und dann sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Finde den jetzt echt nicht so verkehrt. Schicke Sache. So, dann starten wir mal den Diesel. Und das Lenkrad kommt euch auch entgegen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dashboard funktioniert auch ganz toll. Coole Sache. Den Windows-Föhn. Sehr schön, dieser Strahl ist hier. Man ja immer selten auf den Straßen, aber jetzt einfach mal wieder ein Strahlis fahren. Warum eigentlich nicht? Einfach mal so just for fun. Hat doch was, oder? Kommen wir kurz zum Lichttest. Unser Standlicht, Abblendlicht und natürlich Fernlicht. Ich hätte ja ganz viel Lampen ranbauen können. Habt ihr ja gesehen, was man an Slots hat. Ist schon viel. In grün gehalten, sehr schön. Tolle Sache. Ich finde den gar nicht mal so übel. Auch hier das ganze Grüne, das gefällt mir irgendwie, sieht schick aus. So, dann kommen wir mal zum Fazit zum Iveco Stralis. Also, im Prinzip ist es der Standard SCS Stralis, bloß hier komplett nochmal überarbeitet. Ein bisschen schöner gehalten, man kann es allein schon an den ganzen, hier in der Frontscheibe, hier die ganzen Iveco-Logos sehen. Ne? Die hat man ja beim Original SCS nicht. Das finde ich schon mal ganz schön. Auch hier Active Space und so. Übrigens von Alexei, ne? Der hat den damals überarbeitet. Und Halil hat den jetzt nochmal geupdatet für die Version 1.36. Ansonsten hier dieser Windfang mit Iveco-Schriftzug. Und ja, ganz viele Kunststoff- und Plastikteile und Chromteile. Ihr habt Slots vorne im Grill, im unteren, an der Frontstoßstange habt ihr Slots mit dabei. Also ihr könnt hier schon ein bisschen was machen und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Hier könnt ihr auch die Heizung einstellen, wenn was ist. Standardheizung finde ich auch ganz cool. Science on your truck funktioniert hier nach wie vor an dem LKW, finde ich gut, das pimpt es noch mal ein bisschen auf. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren, ansonsten lasst einen Daumen da dafür und ein Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich viel Spaß mit dem Iveco Stralis, fahrt einfach mal eine Runde damit, ich finde den gar nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, wie immer, allzeit gute Fahrt, kommt gut rum, macht's gut, bis bald und ciao.